Christian und Christiane, ein Liebespaar von heute. Er ist bei der Bundeswehr. Um am Wochenende mehr Zeit zu haben, wollte Christian sich einen Gebrauchtwagen anschaffen. Sein Vater hat ihm jedoch einen Neuwagen besorgt und das Geld nur vorgestreckt. Jetzt hat Christian zwar ein Auto, aber auch Schulden. Der Gedanke zu heiraten ist aufgekommen. Doch Christiane ist noch unschlüssig. Schon lange? Mhm. Draußen am Eingang war ein Mann mit einem Äffchen. Ah, du bist die Simone. Grüß dich, ich bin die Christiane. Komm, gib mal die Tasche. Mensch, ich find's toll, dass du endlich mal gekommen bist. Mhm. Auch wenn ich das nur Christians Wochenendarrest zu verdanken habe. Wochenendübung, bitte. Das ist ja fast das Gleiche. Ich war selbst mal bei dem Verein. Wie geht's denn zu Hause? Wie immer. Die Eltern lassen dich grüßen. Danke. Und Andi? Auch wird jeden Tag frecher. Wieso? Neulich hat er uns einfach die Bettdecke weggerissen, damit wir runter zum Frühstück. Aha, darf Christian jetzt über Nacht bleiben? Hör mal. Die Zeiten ändern sich eben. Es gibt natürlich immer wieder mal Stunk zu Hause. Aber ich setze mich schon durch. Bravo. Ich habe ja auch ein gutes Vorbild gehabt. Mich, hä? Du hast immer erreicht, was du wolltest. Echt stark. Übertreib mal nicht. Darauf zum Beispiel, wie du zu Hause ausgezogen bist. Den Krach habe ich jetzt noch in Ohren. Aber trotzdem bist du gegangen. Also. Aber dementsprechend ist jetzt mein Verhältnis zu ihnen. Ach, Quatsch. Sicher. Denk doch mal an das letzte Mal, als ich mit Elvira bei euch war. Am liebsten wäre ich nach einer halben Stunde wieder gegangen. Der Alte hat mich allen Ernstes gefragt, ob ich in ganz München nicht eine Freundin ohne Kind gefunden hätte. Typisch. Ja. Und wen stört es, dass Elvira ein bisschen älter ist als ich? Natürlich unsere Mutter. Nee, so schnell sehen die mich nicht wieder. Das ist echt schizophren. Was meinst du, wie die mit dir angeben? Was für eine tolle Stellung du hast und was du verdienst. Ja. Seit 3 Monaten bin ich arbeitslos. Echt? Aber das erzähle ich dir später. Da oben wohnen wir. So. Rein mit euch. Simone, warte, wir ziehen gleich die Jacke aus. Mensch, ihr habt ja eine Riesenwohnung. Ja, so groß ist er auch nicht. Simone hat nicht mal ein eigenes Zimmer. Na? Wieso? Ach, hast du geglaubt, wir wohnen alleine hier? Wir sind eine WG. WG? Eine Wohngemeinschaft. Alleine würden wir die Miete nie aufbringen. Außerdem ist es doch prima, mit anderen zusammen. Matthias? Du bist doch selbst so ein kleines Äffchen, ne? Klaus, bist du schon wieder zurück? Ja. Ich zeig dir mal alles, ja? Simone, jetzt ist er ein Schloss, du. Pauke. Sag, grüß euch. Das ist Christiane. Aha. Deine Schwester, ne? Kenne ich vom Foto. Grüß dich. Hallo. Wie war's denn auf dieser Tagung? Ach, anfangs ziemlich viel Geschwafel. Aber am Schluss wurde es wesentlich konkreter. Der Bericht, der liegt da drüben. Hm. Er studiert nämlich Politologie. Simone. Sag mal, könnt ihr mir die Kleine nicht noch eine Weile abnehmen? Ich muss wirklich noch was tun. Ja, ja, klar. Ich wollte Chrissy nur schnell die Wohnung zeigen. Ist die Petra da? Sag ihr, sie soll leiser machen. Ja. Tür zu.
scheint ja gut zu klappen. Ach ja, ich habe schon in WGs gehaust, da war es wesentlich chaotischer. Verdammt nochmal! Ach, ihr seid's. Kommt rein. Ich dachte schon, der Irre macht wieder Terror. Ich bin Petra. Grüß dich. Dein Bruder hat uns schon von dir erzählt. Na, hoffentlich was Nettes. Es geht. Na, nur. Mach doch mal ein bisschen leiser, ne? Klaus will arbeiten. Ach, ich etwa nicht. Tolle Musik hast du. Kennst du die? Na klar, die waren neulich bei uns in der Stadthalle in Freiburg. War unheimlich stark. Hier auch, war bloß knapp bei Kasse. Wenn du in jedes Konzert gehen willst, brauchst du doppeltes BAföG. Toll gemacht. Sind alle von Petra. Ich gehe auf eine Grafikerschule. Mensch, echt klasse. Das sag mal lieber meinem Prof. Das hier ist ja irre gut. War eine Prüfungsarbeit. Wenn du es haben willst, schenke ich es dir. Ehrlich? Kriege ich endlich Platz für ein paar neue Sachen. Eine Papprolle habe ich auch irgendwo. Die suche ich dir später. Du bleibst doch bis morgen, oder? Mhm. Toll. Mensch, vielen Dank, Petra. Also ich koche uns mal einen Tee, ja? Du kannst dir ja inzwischen unsere Zimmer auch noch angucken. Trinkst du eine Tasse mit? Aber nicht wieder den scheußlichen Jasmin-Tee. Tut mir leid, heute gibt's Jasmin-Tee. Du trinkst den doch, oder? Mhm. Mann, ist ja spitze. Wo hat denn Elvira all die Sachen her? Gesammelt. Ein paar Sachen sind auch vom Flohmarkt. Hat einen verdammt guten Geschmack. So möchte ich mein Zimmer auch einrichten. Wo steckt sie eigentlich? Der hat noch Dienst bis um 7. Samstags auch? Na klar, es geht rund um die Uhr in deinem Heim. Also hat das mit der Anstellung geklappt? Ja. Sie hat unheimlich Schwein gehabt. Es haben sich 20 Sozialarbeiter beworben und sie hat die Stelle gekriegt. Prima. Um kurz nach 7 ist sie hier und dann gehen wir indonesisch essen. Indonesisch? Mhm. Schmeckt ganz toll, kann ich dir sagen. Männer, Übungszweck, Aufklären von Zielen, der Feuerkampf, zur Gefechtsübung, wegtreten. Bravo hier, Führer, Panzermarsch, Ende. Simone? Ja? Magst du einen Keks? Mhm. Das? Ach Klaus, wir können uns doch darauf verlassen, dass du Simone heute Abend übernimmst. Ja, habe ich doch mit Elvira abgesprochen. Ich habe sowieso noch was zu lesen. Okay, dann mache ich hier was zu essen und du bringst sie dann ins Bett. Ja, ja. Okay. Sag mal, ist Klaus wirklich Simones Vater? Ja, klar. Er und Elvira haben 5 Jahre zusammengelebt und vor 2 Jahren haben sie sich getrennt. Verheiratet waren sie aber nicht. Nee, Elvira hält nichts vom Heiraten. Sie sagt, die Ehe ist der Tod jeder Beziehung. Und du? Doch, da ist schon was dran. Geht denn das so hier alle 4 zusammen? Klaus wollte nicht ausziehen und Elvira war damit einverstanden, damit Simone noch ihren richtigen Vater hat. Ja, aber stört dich das denn nicht? Naja, ich muss mich halt damit auseinandersetzen.
Weißt du, ich habe schon eine Menge Scheiße erlebt. Aber ich glaube inzwischen wirklich, dass es möglich ist, eine Beziehung nicht so unbedingt nach den alten Mustern und so verlogen ablaufen zu lassen. Das ist schon unheimlich schwierig, aber weil wir alle noch eine Menge Ballast mit uns rumschleppen. Aber, naja. Sag mal, spinnst du? Hier drauf ist Rauchverbot. Hat der Alte extra noch mal gesagt. Da war ich wohl gerade pinkeln. Sowieso Schwachsinn. Da hinten kannst du rauchen. Das ist mir zu weit. Faule Sau. Was ist denn? Privatsache. Seide, ich muss was mit dir bereden. Wenn du mich wieder anpumpen willst, kann ich dir gleich sagen. Nein, das ist was anderes. Komm mal. Ja, was ist denn? Du hast doch gerade erst geheiratet, ne? Ja, und? Kriegst du jetzt 800 Mark? 830. Nicht, dass jeder, der verheiratet ist? Klar, hängt nur davon ab, wie viel du vor deiner Einberufung hattest. Wie viel hattest du vorher? Was willst du denn noch alles wissen? Ach, komm, sag. Zwischen 1400 und 1500 mit Überstunden. Ich hatte 1200. Dann würde ich an deiner Stelle mal ganz schnell den Antrag stellen. Zwar eine Menge Papierkrieg, aber es lohnt sich. Mhm. Aber wenn deine Frau voll verdient, kriegst du natürlich weniger. Meine ist noch in der Lehre. Ja, meine auch. Außerdem bin ich noch nicht verheiratet. Ach, bist du noch gar nicht? Nee. Und warum machst du es dann überhaupt? Naja. Wegen der Kohle? Auch. Oder hast du Schiss, dass sie sich über die Woche einen anderen sucht? Zu blöd. Ja, sei dir da bloß nicht so sicher. Meine ist jedenfalls für eine Weile voll auf beschäftigt. Kriegt was Kleines. Deshalb, ne? Genau. Okay, danke. Den Antrag musst du bei der Unterhaltssicherungsbehörde stellen. Wo? Ja, geh mal in die Schreibstube. Die sagen dir dann schon, was du machen musst. Okay. Tschüss, danke. Tschüss. Ja, zum Kotzen mit diesem Typen. Unzuverlässig bis zum geht nicht mehr. Vielleicht kommt er noch zurück und kann Petra ablösen. Ach was. Ist ja nicht zum ersten Mal, dass er mich mit dem Kind sitzen lässt. Obwohl es genau ausgemacht war. Seitdem ich mit Matthias zusammen bin, fühlt sich Klaus für Simone überhaupt nicht mehr verantwortlich. Ach komm, Elvira, jetzt mach dich doch deswegen nicht verrückt. Und ich, blöde Kuh, hab geglaubt, dass er nur wegen Simone bei uns wohnen bleibt. Dabei macht das nur aus Bequemlichkeit. Mal kann Petra ja auch einspringen. Ja, ja, wenn wir Petra nicht hätten. Aber du weißt genau, sie wollte heute Abend zu Johannes. Der kann auch zu uns kommen. Damit leistest du Klaus Verantwortungslosigkeit immer wieder Vorschub. Mir ist fast die Lust am Essen gehen schon vergangen. Schau mal aus, ich suche einen Parkplatz, ja? Sag mal, ist Elvira immer so schnell auf 90? Leider. Der Stress im Heim, dann die Geschichte mit Klaus, hast du ja selber gesehen. Wäre es da nicht besser, Klaus würde ausziehen? Nee, ich glaube nicht. Die müssen sich erst mal auseinanderraufen, sonst bleiben da zu viele Ressentiments, die sie dann an mir ablehnt. Ich glaube nicht, dass ich mit jemand in einer Wohnung leben könnte, von dem ich mich getrennt habe. Deshalb musst du so schnell wie möglich zu Hause ausziehen. Gleich nach der Lehre. Das haben wir auch vor, Christian und ich. Dann ist ja gut. Aber das dauert noch mehr. Ach, das schafft er auch noch. Naja, aber der ganze Ärger mit den Eltern. Wir haben schon mal dran gedacht, naja, vielleicht zu heiraten. Wie bitte? Seid ihr wahnsinnig geworden? Schluss mit der Diskussion. Da kommt unser Essen. So viel ist ja irre. Und schmeckt erst. Was ist denn das? Das sind Kuhpucks. Aus Tapioca-Mehl und Garnelen. Probier mal. Guten Appetit. Du musst ein bisschen vorsichtig sein.
weil manche Sachen sehen ganz harmlos aus und sind unheimlich scharf. Mhm. Am besten, du probierst immer jetzt ein bisschen, dann kann überhaupt nichts passieren. Danke. Du kannst ruhig die Gabel nehmen. Ich komme mit den Stäbchen auch nie zurecht. Nee, lass mich mal probieren. Sag mal, seit wann bist du denn gegen das Heiraten? Was soll das denn jetzt? Aber glaub mir, auch nach der Hochzeit würden die euch genauso reinreden wie ihr und je. Da hilft euch auch der Trauschein nichts. Zieht doch erst mal aus und lebt eine Weile zusammen, dann könnt ihr ja sehen. Na, du hast gut reden. Du lebst ja nicht mehr zu Hause. Ja, schon. Aber das eine Jahr müsst ihr eben noch durchstehen. So eine frühe Heirat bringt doch überhaupt nichts. Im Gegenteil. Genau damit passt ihr euch ja ihren Vorstellungen an. Und was sagst du dazu? Mich darfst du da nicht fragen. Ich habe da meine ganz persönlichen Gründe dagegen. Aber wenn ich dir einen Rat geben darf, dann hör nicht so viel auf andere. Auch nicht auf deinen Bruder. Mach mehr, was du möchtest. Und wenn ich das nicht weiß? Das glaube ich dir nicht, Christiane. Mach dich erstmal frei von allen Beeinflussungen. Ja, wenn das so einfach wäre. Und du komplizierst immer alles. Ich glaube, du hast recht. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann möchte ich lieber warten. Da musst du aber auch zu stehen. Dass der Alte noch länger wegbleibt. Ja, und? Was hast du vor? Will ich da unten mal telefonieren? Deine Kleine aus dem Bett holen, ne? Mach doch, merkt doch sowieso keiner. Beeil dich! Lass dich mal wieder blicken. Tschüss. Christian? Das ist aber lieb von dir. Wo bist du denn? Hey, nicht so laut. Die anderen schlafen noch. Was? Chrissy, wir heiraten. Was sagst du dazu? Ach du Scheiße. Ich muss Schluss machen. Ich glaube, mein Chef kommt. Ich rufe wieder an. Tschüss. Panzerschütze Brunner! Was machen Sie denn hier? Haben Sie sich bei Ihrem Zugführer abgemeldet? Nein, Herr Hauptmann. Mann, Brunner sind wohl wahnsinnig. Das ist kein Sonntagsausflug, sondern eine militärische Übung. Sobald wir drin sind, melden Sie sich bei mir, verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Mein Gott, seid ihr wieder komisch heute Morgen. Aber das geht ja noch. Du sollst jetzt mal erleben, wenn wir keinen Besuch haben. Hm. War zu Hause auch so? Nichts als blöde Sprüche. Sag mal, da du gerade so schön stehst, kannst du sogar runtergehen? Aber sich den ganzen Tag von vorne und hinten bedienen lassen, hat da auch mal was dazu. Entschuldige, ja, wegen gestern Abend. Ich wollte nur schnell noch ein Buch von Sebastian wiederholen. Da läuft eine Fete. Wollt nur ein Glas mittrinken. Na, ihr wisst ja, wie das geht. Dann wäre es auch wohl das Mindeste gewesen, dass du hier anrufst und Bescheid sagst. Oder kann man das auch schon nicht mehr von dir erwarten? Mensch, wenn ich das schon höre, erwarten. Damit hast du mich jetzt wirklich lang genug genervt. Ich kam einfach nicht dazu. Schluss, aus.
weil du dich überhaupt nicht mehr verantwortlich fühlst für Simone. Mensch, red doch nicht so einen Scheiß. Du weißt ganz genau, dass es nicht stimmt. Ich fühle mich genauso verantwortlich wie du auch. Dass ich nicht lache. Du kümmerst dich doch um überhaupt nichts mehr. Lebst nur noch wie ein Pascha. Ich weiß gar nicht, was dich hier hält. Wahrscheinlich deine Bequemlichkeit. Die war ja schon immer sehr ausgeprägt. Schon immer die gleiche Platte. Arschloch! Jetzt hör aber mal langsam auf. Du hältst natürlich wieder zu ihm. Ihr Männer seid doch alle gleich. Nichts hat sich geändert. Die Verantwortung liegt immer bei uns Frauen. Auf den Mond geschossen gehört ihr alle. Mama, ich muss nach Hause. Ich komm her, Pumpelchen. Dass du den Klaus angreifst, ist ja okay, aber lass den Matthias da raus. Der ist ja nun wirklich anders. Ja, weil er arbeitslos ist und nur auf mich angewiesen. Aber lass ihn doch erstmal wieder einen Job haben. Dann läuft's doch ab wie eh und je. Du bist doch wohl total übergeschnappt heute Morgen. Ich hab allmählich die Nase voll von deinen unsachlichen Angriffen. Unsachlich? Wer ist denn hier unsachlich? Wer verdient denn hier das ganze Geld? Wer macht denn hier die ganze Arbeit? Petra zählt wohl überhaupt nicht mehr, wie? Ach, du kannst mich mal. Mann, gibt's hier immer so viel Streit? Nee, eigentlich nicht. Also mir hat's echt gereicht. Ich glaube, Elvira hängt einfach noch zu sehr an Klaus. Ja, und Matthias? Liebt sie ihn denn nicht? Die passen auf jeden Fall viel besser zusammen, meine ich. Hoffentlich streiten Christian und ich nicht auch mal so. Der redet nämlich plötzlich vom Heiraten. Na dann, viel Spaß. Na, so überzeugend ist eure Art von Zusammenleben auch nicht gerade. Der Vorgang kann jetzt abgeschlossen werden. Herein! Panzerschütze Brunner meldet sich wie befohlen, Herr Hauptmann. Ah ja, was gab's denn so Wichtiges zu telefonieren und noch dazu so früh? Von militärischer Ordnung haben Sie wohl noch nichts gehört. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert. Ich wollte ihr sagen, dass wir heiraten, Herr Hauptmann. Ja, und was sagt sie? Ja, dazu kam es nicht mehr. In dem Moment sind Sie gekommen, Herr Hauptmann. So. Na, hauen Sie ab, Mann. Die Sache ist erledigt. Aber beim nächsten Mal gibt's Ärger, verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Panzerschütze Brunner meldet sich ab. Ist gut. Übrigens, wenn Sie die Antwort haben, will ich's wissen, ja? Jawohl, Herr Hauptmann. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen wegen dem vielen Quatsch und so. Ach, lass mal. Das nächste Mal, wenn du wiederkommst, bringst du Christian mit? Mal sehen. Du, erzähl zu Hause nichts von meiner Arbeitslosigkeit, ja? Sonst schreiben die wieder ihre idiotischen Briefe mit den guten Ratschlägen. Ob ich technischer Zeichner bleibe, weiß ich sowieso nicht. Ich glaube, ich habe mir einen völlig falschen Beruf ausgesucht. Okay, danke euch für alles, gell? Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Elvira. Lasst euch mal wieder bei uns sehen, ha? Mhm. Tschüss.